für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Mitrovica im Norden des Kosovos, seit dem Kosovo-Krieg eine geteilte Stadt, im Süden die Kosovo-Albaner, im Norden die Kosovo-Serben. Die Brücke, die beide Seiten verbindet, verbinden sollte, ist ein Symbol für den Konflikt der beiden ethnischen Gruppen im jüngsten Staat Europas. Aus Sicherheitsgründen wird die Brücke von KFOR-Soldaten bewacht. Sie ist nicht für den Verkehr freigegeben und lediglich für Fußgänger geöffnet. Kontakt zwischen Kosovaren auf beiden Seiten der Brücke gibt es nur eingeschränkt. Die Kosovo-Serben im Norden planen sogar eine Mauer wieder zu errichten, die erst Anfang dieses Jahres eingerissen wurde. Das Beispiel der Stadt Mitrovica zeigt uns, die Situation im Norden des Kosovo ist weiter angespannt. Obwohl man positiv bewerten muss, dass nach Aussage der OSZE die Neuwahlen im Juni diesen Jahres ohne größere Vorkommnisse durchgeführt worden, wird das Ergebnis die Spannungen wohl weiter verschärfen. Aus der Wahl sind Parteien und Bündnisse hervorgetreten, die für wenig Kompromissbereitschaft stehen und die als populistisch, nationalistisch und radikal gelten. Stärkste Kraft wurde ein Zusammenschluss, der angeführt wird von drei ehemaligen UÇK-Kommandeuren mit dem sehr umstrittenen Spitzenkandidaten Hadin Nay. Das müssen wir im Auge behalten. Die Koalitionsverhandlungen werden wahrscheinlich lange dauern, und das wird Zeit kosten, Zeit, die wichtige Reformschritte im Kosovo verzögern. Das ist fatal für eines der ärmsten Länder Europas. Und als Teil Europas, als potenzieller EU-Beitrittskandidat, braucht das Land weiterhin unsere Unterstützung. Unterstützung im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Deutschland ist der größte bilaterale Geldgeber in der Entwicklungszusammenarbeit. Im Zentrum steht die Bekämpfung der massiven Arbeitslosigkeit, insbesondere von Jugendlichen. Wir stärken zudem kleine und mittlere Unternehmen und in den Industriesektoren, auch indem wir den Energienetzausbau und die Abwasser- und Abfallentsorgung fördern. Darüber hinaus beteiligt sich Deutschland an der EU-Rechtsstaatlichkeitskommission EULEX aktuell mit 23 Soldaten, die Kosovo beim Aufbau von Polizei, von Justiz und Verwaltung unterstützen. Diplomatische Unterstützung. Für die langfristige Stabilität muss sich der Kosovo auch mit seinem Nachbarn Serbien wieder verständigen. Deutschland setzt sich für den Dialog der beiden Länder und für die Umsetzung des Normalisierungsabkommens aus dem Jahr 2013 ein, da der Prozess auch hier von Spannungen geprägt ist. Aber wir brauchen eben auch militärische Unterstützung. Es besteht jedoch im Norden des Kosovo weiter Eskalations- und Konfliktpotenzial. Die kosovarische Polizei verfügt zwar über immer bessere Fähigkeiten, und die Lage ist grundsätzlich im Moment ruhig. Allerdings ist sie auch schwer berechenbar. Kosovo braucht weiterhin die KFOR-Truppen im Land. Das Engagement unserer Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ist ein sehr wichtiger. Deutschland ist zusammen mit der USA und Italien der größte Truppensteller. Durch die verbesserte Sicherheitslage können wir jedoch die Mandatsobergrenze weiter senken auf jetzt 800 Soldatinnen und Soldaten. Und wir treiben auch die Anpassung des deutschen Beitrags von Eingreifkräften zur Aufklärungs- und Beratungskräften weiter voran. Meine Damen und Herren, das ist ein vernetzter Ansatz. Das ist verantwortliche Politik, so wie wir sie gestalten. Und an dieser Stelle möchte ich unseren Soldatinnen und Soldaten danken, die wir seit 1999 Jahr für Jahr in den Kosovo entsenden und die dort ihren Dienst tun und die beste Ausbildung und beste Ausrüstung verdienen. Und deshalb an dieser Stelle auch mein herzlicher Dank an Sie, Frau Ministerin, die Sie sich dafür einsetzen, genauso wie Ihre Vorgänger, genauso wie du, lieber Franz Josef Jung. Die KFOR-Mission ist die tragende Säule des umfassenden vernetzten Ansatzes, den wir gemeinsam mit unseren Partnern im Kosovo verfolgen. Nur in einem sicheren Umfeld sind politische Fortschritte und Entwicklungen möglich. Und meine Damen und Herren, lieber Franz Josef Jung, sehr geehrter Dr. Erler, sehr geehrte Frau Beck, ich möchte mich herzlich bedanken
für Ihren Beiträge, nicht nur in dieser Debatte, sondern in vielen anderen Debatten. Man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Aber Sie haben zumindest immer auch wichtige Beiträge geliefert, um gemeinsam zu überlegen, was sind Lösungen. Und da kann sich unsere Frau Kollegin Dardelen mal ein Scheibchen abschneiden. Denn sie hat heute nur dargestellt, was alles schlecht läuft, dafür nur die Bundeswehr verantwortlich gemacht. Und das ist falsch. Sie haben keine einzige Lösung präsentiert, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir brauchen einen langen Atem, damit in Zukunft Brücken in Mitrovica die Menschen verbinden und nicht trennen und sie nicht von Mauern getrennt werden. Und daher bitte ich Sie, der Verlängerung des KFOR-Mandats zuzustimmen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache.